Willkommen zurück zu Part Nummer 44 von Borderlands 2. Zwei Parts mittlerweile her, dass wir den Krieger erledigt haben. Und bevor es in die DLCs geht, machen wir jetzt weiter mit ein paar Nebenmissionen. Genau. Vor allem, ich sehe das gerade hier. Begib dich zum ersten Briefkasten. Das klingt doch nach einer Mission, wo du wieder zwischen den ganzen Briefkästen hin und her fährst. Das wird super. Ja, aber dieses Mal in den Highlands. Ey, hier sind wir doch in New Haven. Dieses Mal in den Highlands und nicht in Freehorns Divide war, glaube ich, das Gebiet. Genau. Wo die andere Mission ja war. Ja, das war mit den Briefen. Der große Briefkasten. Oh, das ist aber ein schöner. Der muss, ich sollte mir auch ein Auto nehmen, oder? Ja. Ich schau mal auf die Map. Ich versuch rechts zu machen. Mit Betonung auf versuchen. Ah, du machst schon rechts, okay. Das ist ja diese eine relativ. Also das ist halt ein bisschen abseits von den anderen drei Punkten. Ja, muss eine ja. Schneiderin gehört haben. Ah, sorry, so. Gegner, ich hab gerade keine Zeit. Du hast fast alle beisammen. Beeilung! So. Man kriegt jetzt zum Glück noch ein bisschen Bonus, halt, wenn die Teile ansammelt. So eine Kuriermission ist natürlich auch extrem spannend zu moderieren. Eine relativ moderate Moderation. Ja. Schnell, ich will meine Arme, sie verfaulen! What the fuck? Wo bin ich hier gelandet? Antwort Pandora. Ja. Wenn ich hier, wo sonst? Ja, wer hier noch fragt, warum, der, ja. Der hat den Schuss nicht gehört. Oh, cool. Ja, ich glaube, nee. Ich kann nicht. Nö, den nehme ich mit. In mein Schießfach, dann werden wir sehen, ob dieser arme Gedron-Kram tatsächlich so gut ist. Einer von uns sollte wieder zurück. Ich habe das Gefühl, dass du das nicht machen möchtest. Welches Auto war meins? Das hier vorne? Ne, das hinten. Ich weiß ja nicht, wo du geparkt hast. Ich weiß, wo ich geparkt habe. Naja, du siehst das zweite Auto auf der Karte, also. Man weiß es. Ich muss kurz. Hilfe, mich hat's gejuckt. Wir haben hier sogar noch eine Nebenmission. Another side mission. Bin ich froh, dass ich hier zumindest fast keinen Schaden mehr nehme. Ah ja, stimmt. Ich habe ja einen Deathtrap. Kommst du rechtzeitig hin? Schaut so aus, oder? Das nenne ich unverdorbene okay. Gliedmaßen. Kannst du gleich die Nebenmission annehmen? Die Hyperion Corporation möchte dir ein Friedensangebot machen. Yay. Solltest du die Anzahl der Banditen auf dieser Welt nennenswert verringern, wird Hyperion dich mit einer einzigartigen, speziell für dich angefertigten Waffe belohnen. Das heißt Schnellreisestation nach Sawtooth Cauldron? Ja. Wäre mein Vorschlag. Ich meine, Bloodshot Stronghold ist auch gut, aber. Ich glaube, Sawtooth Cauldron macht mehr Sinn.
HP, Mordauftrag, Hashtag 873. Wenn man sich überlegt, dass es schon 872 Aufträge davor gab. Ja. Und mir fehlt eine Granate. Maximale Gesundheit, das dürfte ich sogar nehmen. Hyperion möchte daran erinnern, dass alles noch viel schlimmer wird. Du kannst. Ich find's immer schlimm, wenn Leute grinden. Der Witz musste sein. Meine Waffe hat Schockschaden. Was hat deine Waffe? Feuer. Feuer und Schock kriegen wir also schon mal hin. Oh mein Gott! Weißt du, wie präzise wir sein müssen? Ich verliere Blut! Gib mir deines! Hey, du hast Korrosion hinbekommen. Ach, du brauchst... Kriegst du es mit Explosiv hin? Komm, Patty. Die machen einfach den altbewährten Trick, oder? Ich meine, die Gegner haben ja auch gerade die Zeit gefressen. Ich glaube, ich habe hier keinen Gegner mehr in Reichweite. Wir haben außerdem ein Problem. Warum? Wir haben schon 7 Banditen getötet, aber wir kriegen die Nebenmissionen nicht mehr hin. Töte Banditen mit Feuer. Siehst du's? Ich sehe, was du machst. Es ist halt ein bisschen gemein, dass wir genau 100 töten müssen. Ich will mehr als 100 töten. Oh, sind die überhaupt gestorben? Haben die sich den großen Zeh angestoßen oder wie? Willkommen, willkommen, treue Hörer bei Kaischkorn. Welches Level haben die Gegner? 26. Boah, es geht. Hallo? Vielleicht kommt ihr ja mal aus eurer Steinzeit raus, ihr Penner. Du bist es. Oh nein, der Außerwählte. Machst du gerade schon wieder mehrere Missionen gleichzeitig? Ich hab nur den Echo-Lock eingesammelt. Nani, über Vogel? Danke, Deathtrap. Verdammt. Ich war dumm. Ja, das warst du. Ich hab nachgeladen. Weißt du, warum das eine dumme Sache war? Weil du. Macromancer macht mehr Schaden, wenn weniger tut, lade nach. Mhm. So. Thank you for that explosion. I too appreciate it. Es wäre mal eine steile Sache, wenn wir wenigstens eins der Dinger hinbekommen würden. Hm. Bestimmt mit Feuer. Wobei ja sogar die Banditen als tot mitzählen, die sich gegenseitig gemeuchelt mordet haben. Ich meine, ja, macht Sinn, aber komm schon, willst du mich verarschen? Mein Deathtrap ist so mächtig! Siehst du, wie brandgefährlich das mittlerweile ist? Also dafür, dass ich kein Psycho bin,
habe ich mittlerweile Nahkampfschaden, der deinem ebenbürtig ist, aus irgendeinem Grund. Gib mein Schild zusätzlichen Rage-Schaden? Nein. Ich verstehe das nicht. Okay, uns fehlen noch 40 Eingeborene, wollte ich schon sagen. Ja. Ich meine, bestimmt auch, aber... Wo ist die Option, aus deren Knochen Rüstung zu bauen? Oh, jetzt hast du es aber sehr offensichtlich gemacht. Weißt du, was das Schlimme ist? Was? Wir haben doch unsere Challenge am Laufen. Ja. Deine Challenge. Das heißt, ich musste tatsächlich auch Mods weggeben, mit denen mein Death Trap weniger Abklingzeit hätte. Ja. Immer feste Druck! Alles wird jetzt sterben. 69 Gegner getötet. Haha, 69. Thank you for getting slack. Schlag das. I do appreciate it very much. Das Death Trap. Wir kriegen alles irgendwie so ein wenig beinahe hin. Ja. Außer Korrosion. Das verschmähen wir. Das sagen wir I. Warte, ich muss auch in den Lift. Kriegst du den hin? Der hat 3 Effekte reinbekommen, hast du das gesehen? Ja. Warst du dabei? Mittendrin stand du dabei, oder wie? Ja. Okay, jetzt kann ich mich wieder regenerieren. Potenziell. Mit Betonung auf Potenz. Potent wie ein Pony. Man kann jetzt nur mit mehreren Schadensarten verfügen. Ich bin ja noch gezählt. Naja, immerhin. Stirbt Sau. Recht Sau. Dürfte ein Helikill nicht ein Multikill sein? Ja, eigentlich. Uns fehlen auch noch 5 Gegner. Uns fehlen noch 4 Gegner. Ich springe jetzt wie ein Badass aus dem Copternest. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. Ja, das kann ich vielleicht noch erwähnen. Wo Brick ja sagt, dass man wie ein Badass aus dem Copternest springen soll. Das soll einem auch so ein wenig sagen, dass man in diesem Spiel keinen Fallschaden mehr nimmt. Mhm. Im 1er war das nämlich noch so eine Sache. Ja. Es war besonders zwei Missionen parallel. Yep. Hätten wir hier unten nicht einfach die andere Mission auch noch gleich mitmachen können? Ja.
Ich hab die 100, ich hab die 100. Okay. Ich tue den Generator immer wieder wiederbeleben, ja? Okay, ich mache auch nichts zu dir, ich bin nämlich noch woanders. Das ist kein Problem, ich stehe hier, ich hab das alles hier voll im Griff. Du hebst das Ding auf. Ja. Ah! Ah! Fucking Zwerg. Willst du mitspielen? Oh ja. Hör auf zu schreien! Das ist sounding like fun to you. Warum spreche ich gerade die ganze Zeit Englisch? Ich müsste mit mir aufhören. Öffne deine Adern! Hör du Sau! Ich habe ja ganz vergessen, dass ich ihn auch treffe, wenn ich daneben schieße. Los, Deathtrap! Tu was für deine Kekse! Oh, was oben? Ja? Oh, ich habe jetzt irgendwie schon dreimal schon Zeit für Harper gehört. Ich meine, das Schlimme an der Sache ist ja, dass ich auch noch ungefähr 37 Mal kein Schlapp-Schlapp mehr noch irgendwann hören darf. Ich mach links. Bis unsere Slap-Flaggen über ihren Camps in Sawtooth Cauldron, um Mortars Männer zu zeigen, wer die wahren Badasses sind. Können wir darüber reden, dass wir die Mission angenommen und auch schon teils ausgeführt haben, bevor er überhaupt erklären konnte, warum oder wie oder was? Wir kennen's schon so gut. Naja, aber eigentlich, wenn du eine Mission annimmst, dann muss der dich ja einmal mit seinem Dialog nerven. Ja. Ja, hat er irgendwie nicht. Hat er vergessen. Kein Held. Wie kann man etwa sagen, dass... Die Prophezeiung berichtet von einem Mann, der nach Sanctuary kommen und unablässig in einen Echo-Recorder sprechen wird. Ein einfacher Mann von unbekannter Abkunft. Vielleicht habe ich 5 Milliarden Abonnenten. Ein sehr berühmter Mann. Geliebt in der ganzen Galaxie. Er wird mit dem Evil Smasher ins Feld ziehen, von mir eigenhändig geschmiedet und unsere Galaxie für immer retten. Also intelligent ist Marcus, ich weiß bloß nicht, ob sich der ganze Aufwand für seine Nerven lohnt. Zeig dem Slab, was die Sawtooth drauf haben. Kann bei mir ein wenig dauern mit der Flagge. Du hast dich im Griff? Nicht ohne die Gegner. Meine Axt hat Durst. Ja. Gut. Starte den Generator. Bleib bei dem Generator, bis die Flagge ganz oben ist. Der Slap will unsere Flagge einholen. Kümmert euch drum. Ha, du kannst mich nicht stoppen. Mein Deathtrap hat doch fast keinen Schaden genommen bei Schild. Nice. Jetzt geht er nicht mehr alle 5 Sekunden kaputt. Stirb im heiteren Himmel, Badass Rang 5. Wir sind echte Badasses.
ich hab den Energiepakt noch bekommen. Bei mir komme ich schon mit Kopf da. Kopf da! Ich hab was. Get in the copter. Meine Flagge ist bald oben. 3/4 ungefähr. Völlig aus, ordentlich verlangen. Was? Werden wir ungefähr gleichzeitig fertig. Jetzt an der Stelle mit dem brauchst du Hilfe? Ach, die geht doch hin. Ja. Ich kann versuchen zu dir zu kommen, aber das wird eh nichts. Weißt du, was mir gerade so bewusst wird? Was? Versuch mal einem Goliath nicht den Helm vom Kopf zu schießen mit einer Shotgun und einfach keiner Trefferrate. Versuch's. Ich bin froh, dass ich die Shotgun nehme, weil bei der kann ich mir das Nachladen eh sparen. Vergiss es. Ich kann dich nicht hören. Du wirst nicht gehen. In den Rage Mode. Ach, danke. Fair. Fair geht vor. Beuteschurken, Goliath. Du kommst klar, ja. Oder? Ich level mal den Beuteschurken, Goliath, in der Zeit hoch. Super Badass Frozen Goliath. Ich glaube, mein Death Trap wird das nicht überleben. Wir haben hier noch 2 Missionen, die wir annehmen können. Du bist, glaube ich, näher dran. Bist du hier sicher? Ein wenig. Death Trap, überlebst du das? Oh, Death Trap ist tot. Ich bin da nicht näher dran als du. Sah so aus. Ich glaube aber, wir sollten hier jetzt auch mal einen kleinen Cut setzen. Kann man gleich machen. Ultimativer Badass-Schurken, Goliath. Ich glaube, das ist nicht gesund. Das wird. Aua! Bleib der Gegner warten. Kannst du mir weiterhin folgen? Du bist ein guter Bodyguard. Schurkengott, Liat. Willst du zu mir kommen? Hier geht die Party ab. Nope, ich mach das, was du mich gebeten hast zu machen. Ach, hast du schon beendet? Nee, du hast mich schon gebeten, die Mission anzunehmen. Ach so, okay. Jetzt nicht mehr. Mein, hab die Karte zerfetzt, hab sie den Banditen gegeben. Niemand wird ihn finden, niemals. Boah, der Typ schien über den verschollenen Banditenschatz von Oathaven zu reden. Wenn du die Teile der Karte...
Karte findest, könntest du derjenige sein, der ihn hebt. Anscheinend tragen Banditen die Kartenteile mit sich rum. Aber um herauszufinden, welche Banditen eins haben, musst du sie erst umlegen und dann das Beste hoffen. Und herausfinden tun wir im nächsten Part. Bis dann. Bis dann. Ciao.